Hallo zusammen und willkommen. Das, meine Freunde, ist ein Gaming-Setup inklusive Gaming-PC für 600 Euro. Das ist zugegeben nicht wirklich viel Geld für ein vollständiges Setup, mit dem man zocken kann natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Herausforderung war ziemlich geil und ich bin mir sicher, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer dranbleibt, hat die Chance, das komplette, also wirklich von A bis Z, das komplette Peripherie-Bundle zu gewinnen, dazu gleich mehr. Die neue Corsair DarkCore RGB Pro SE ist da. Corsairs neueste Wireless Maus mit der Sub 1 Millisecond Slipstream Wireless Technology sowie Bluetooth mit geringer Latenz und USB-C. Im Inneren sitzt ein PixArt PAW 3392 Sensor, optimiert für drahtlose Mäuse mit bis zu 18.000 dpi und zusätzlich gibt es die Hyperpolling Technology, bis zu 2000 Hz sind möglich, somit das Doppelte der Geschwindigkeit einer herkömmlichen Maus und damit blitzschnelle Reaktionszeiten. Die ergonomische Form macht diese Maus sehr komfortabel, es gibt 8 programmierbare Tasten und Omron-Switches plus Corsairs RGB-Beleuchtung mit IQ-Unterstützung. Weitere Informationen zur DarkCore RGB Pro SE findest du in der Videobeschreibung. Der PC ist dem einen oder anderen sicherlich noch bekannt. Es handelt sich um den letzten 350 Euro Gaming-PC. Natürlich besteht dieser aus gebrauchten Komponenten, denn für das gleiche Geld einen neuen PC zu bauen, sind wir ehrlich, das darf man dann einfach nicht als Gaming-PC bezeichnen. Das Gehäuse ist ein Fantex P300, wobei auch jedes andere 30 Euro Case von eBay und Co. funktioniert und im Inneren werkelt ein E5 2630 V2, 6 Kerne, 12 Threads mit einem Turbotakt auf allen Kernen von 2,9 GHz. Dazu gibt es dann noch eine relativ aktuelle GTX 1060 mit 6 GB Speicher und 16 GB RAM. Der ausführliche Test und natürlich auch der Zusammenbau von diesem PC, der deutlich hochwertiger aussieht, als dass man es zum Beispiel von einem 350 Euro PC gewohnt ist, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt oder auch oben über das kleine i. Kommen wir aber mal zur Peripherie. Zunächst einmal gibt es den Samsung S24F356, ein sehr guter und günstiger Gaming-Monitor. Es handelt sich um einen Full-HD-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 24 Zoll inklusive IPS-Panel. 72 Hertz und FreeSync gibt es außerdem noch dazu und wenn man jetzt zum Beispiel die GTX 1060 ersetzt durch eine RX 480, kann man auch noch von FreeSync profitieren. Natürlich lässt sich dieser Monitor auch an einer Wandhalterung montieren, alternativ geht allerdings auch der AOC 24V2Q mit einer identischen Ausstattung, es gibt allerdings nativ 75 Hertz und beide Monitore sind mit einem Gesamtpreis von um die 150 Euro einkalkuliert. Monitor und PC haben wir, damit bleiben uns nur noch ca. 95 Euro für den Rest. In diesem sehr günstigen Segment bietet Jakun die Skiller SGM1 Gaming Maus an. Für unter 40 Euro gibt es eine echt gute Maus. Es gibt zum Beispiel 12 programmierbare Tasten, RGB-Beleuchtung, einen Onboard-Speicher zum Beispiel für diverse Spielprofile und natürlich einen optischen PixArt 3336 Sensor mit bis zu 10.800 dpi. Außerdem gibt es noch ein gesleeftes Kabel und eine gute Ergonomie. Beides ist in diesem Preissegment nicht selbstverständlich. Als perfekte Ergänzung zur Maus setze ich auf eine SGK4 Gaming-Tastatur, ebenfalls von Jakun, mit Rubber Dome Switches und schicker RGB-Beleuchtung. Das Feedback dieser Switches gefällt mir gut und im Vergleich zu den mechanischen Tastern, zum Beispiel von Cherry, ist diese Tastatur leiser und das mag den einen oder anderen mehr oder weniger tangieren. Mittlerweile gibt es auch schon die SGK5, sozusagen der Nachfolger, und der bietet uns ein rundum moderneres Design, ebenfalls Rubber Dome Switches und natürlich RGB-Beleuchtung. Maus und Tastatur befinden sich auf einem schlichten XXL-Mauspad, aber nicht irgendeins,
sondern eins von Titanwool. Für super kleines Geld gibt es hier ein hochwertiges Mauspad. Als Headset gibt es das sehr beliebte LX20 von Lioncast und trotz des super geringen Preises gibt es ein sehr gutes Klangbild und allgemein kann man sagen, es ist das beste Gaming-Headset für unter 30 Euro. Der sehr gute Klang wird durch die beiden 50mm Neodym-Treiber mit Stereo-Sound garantiert. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist natürlich der Tragekomfort, der ist richtig gut und dieser wird gewährleistet durch flexible und gut verarbeitete Ohrmuschelaufhängungen und insgesamt ist das Headset mit 232 Gramm ein Fliegengewicht. Auch das Mikrofon ist in dieser Klasse gut und sogar modular aufgebaut und lässt sich somit auch kinderleicht abnehmen. Natürlich kann man jetzt nicht die Verarbeitungsqualität eines Corsair Virtuoso erwarten, aber für 30 Euro geht dieses Headset echt klar. Dazu gibt es noch einen Headset-Stand. Die Stammzuschauer unter euch wissen natürlich ganz genau, den nutze ich relativ häufig, aber der ist einfach super nice und kostet wenig Geld. Natürlich wird es schwer, das Ganze ohne Tisch und Stuhl zu betreiben, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei 600 Euro war es einfach leider nicht mehr möglich, den Tisch beispielsweise noch mit zu integrieren. Falls du einen Tisch brauchst, schau dir einfach mal bei IKEA die Linman-Serie an. Dort gibt es auch gute und größere Schreibtische für kleines Geld. Dekoration und Beleuchtung haben leider nicht mehr in das Gesamtbudget mit reingepasst, aber ganz ehrlich, durch Deko und Beleuchtung gewinnst du jetzt nicht das nächste Match in COD Warzone. Das kannst du alles später noch nachträglich verbessern, verfeinern, wie auch immer. Und ich sag mal so, für 50 Euro gibt es auf jeden Fall schon eine gute Beleuchtung bzw. auch die typische IKEA-Pflanze und schon kann man da was Cooles zaubern. Meine Vorschläge gibt es in der Videobeschreibung und damit kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, dem Kabelmanagement. Es gibt dabei unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sagen, ich bohre einfach ein Loch in meine Tischplatte und führe dort die Kabel nach unten ab. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt gerade nicht so ideal, weil das hier mein ja sozusagen Review-Tisch ist und deswegen nutze ich den Trick, den ich relativ häufig nutze und zwar ausgehend von Maus und Tastatur in Richtung Monitor wird alles zu einem Strang zusammengeführt und diesen einen Strang führe ich dann mit Kabelbindern und den praktischen Klebepads einfach unter den Tisch weiter zum PC. Insgesamt, und das kann man definitiv nicht abstreiten, das ist ein cooles Setup für 600 Geld. Hätte ich damals 600 Geld für ein Setup gehabt, wäre das schon echt nice gewesen. Bei mir hat das Jahre gedauert, bis mein Setup von 2012 vollständig war. Aber gut, so ändern sich die Zeiten, aber ich denke, insgesamt gibt es trotzdem gerade jüngere Zuschauer, die sagen, ich habe ein begrenztes Budget, möchte allerdings ein vollständiges Setup mit Gaming-PC. Den PC gibt es oben verlinkt, das weitere Zubehör alles in der Videobeschreibung, aber einer von euch hat jetzt die Chance, das komplette Periphery-Bundle zu gewinnen, bestehend aus Monitor, Tastatur, Maus, Mauspad, Headset und Headset, Halter, Ständer, whatever. Und was du dafür tun musst, ist relativ einfach. In der Videobeschreibung gibt es das Teilnahmeformular und dort einfach die Quests erfüllen. Und schon hast du vielleicht in den darauffolgenden Tagen, irgendwann nachdem das Gewinnspiel vorbei ist, eine E-Mail in deinem Postfach, in der es heißt, herzlichen Glückwunsch. Also auf jeden Fall reinschauen und beziehungsweise ja, sozusagen auch das E-Mail-Postfach überwachen. Es tritt immer wieder auf, dass Leute mitmachen und dann nicht ihr E-Mail-Postfach checken. Und dann werde ich letztendlich immer mal wieder neu auslosen müssen. Und das würde mich persönlich schon ziemlich nerven, wenn ich mein E-Mail-Postfach nicht prüfen würde und dann mir ein solch cooler Gewinn durch die Lappen gehen würde. Aber gut, das ist ja, naja, so persönliches Ding und so weiter. Wenn es gefallen hat, lasst so viele Likes wie möglich da, teilt das Video und schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Setup in die Kommentare. Recht herzlichen Dank, bis neulich und ganz genau, mögen die FPS mit euch sein. Ciao.